Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Küchengespräch. Wir sind hier in den wunderschönen Black Forest Studios in Kirchzarten. Wir sind zu Gast vom BKU, Bund Katholischer Unternehmer. Und das Ziel ist es, zu erarbeiten, wie könnte eine globale CO2-Sanierung aussehen. Und dazu unterhalte ich mich heute Abend mit Professor Lars Feld. Herzlich willkommen, Lars. Guten Abend, Manuel. Schön, hier zu sein. Lars, eine Frage vorab. Wieso komme ich gerade auf die Idee, mit dir über die globale CO2-Sanierung zu sprechen? Was machst du so im echten Leben, wenn du nicht mit mir in einer Küche sitzt? Ich bin Wirtschaftswissenschaftler, habe hier eine Professur für Wirtschaftspolitik an der Uni Freiburg, bin Direktor des Walter-Eugen-Instituts und Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, vulgo die fünf Wirtschaftsweisen. Und natürlich beschäftigen wir uns mit der Transformation der deutschen Wirtschaft vor dem Hintergrund des notwendigen Klimaschutzes. Und ihr habt 2019 eine Studie herausgegeben, nämlich ein Gutachten zu der Frage Klimawandel. Was waren die Kernaussagen dieses Gutachtens? Die wesentliche Aussage des Gutachtens war, auch angesichts des politischen Fensters, das sich da geöffnet hatte, im Sommer 2019, deutlich stärker auf eine CO2-Bepreisung als Leitinstrument des Klimaschutzes zu setzen. Denn es ist ganz klar, dass wir mit einer reinen Subventionspolitik, wie wir sie seit der Energiewende im Bereich erneuerbare Energien gesehen haben, nicht vorankommen werden. Erstens ist Klimaschutz eine weltweite Aufgabe, ein weltweites öffentliches Gut, wenn man so will, in ökonomischer Diktion gesprochen. Und deswegen muss man es irgendwie auch weltweit lösen. Und es geht eigentlich technologieneutral nur, wenn richtige Preise für CO2 gesetzt werden. Ich würde gerne mal sehr vereinfachend das Problem darstellen, wie ich es jetzt verstanden habe, im Nachgang zu den Gesprächen mit zwei Naturwissenschaftlern. Und da stellt sich mir im Grunde Folgendes dar. Erstens, wir haben überschüssige Energie, überschüssiges CO2 in der Atmosphäre. Und zwar in der Summe von rund 630 Milliarden Tonnen. Das ergibt sich aus einer simplen Rechnung. In der normalen Zeit, die wir Menschen die Erde belebt haben, hatten wir immer zwischen 220 und 280, 290 Parts per Million. Und jetzt sind wir bei über 400. Die Differenz ist das überschüssige CO2 in der Atmosphäre. Das ist der Sachverhalt. Dann produzieren wir pro Jahr um die 40 Milliarden Tonnen, ganz grob, etwas weniger noch, Tendenz eigentlich steigend, zumindest per heute. Und wir haben die Aufgabe, dass wir auf der einen Seite in die Zukunft hin weniger CO2 emittieren dürfen und auf der anderen Seite aus der Vergangenheit heraus CO2 wieder absorbieren müssen, um damit etwas zu tun. Und beides kostet enorm viel Geld. Und meine Frage heute an dich ist, wo soll das ganze Geld herkommen, das wir brauchen, um eine globale CO2-Sanierung zu bewerkstelligen? Also der erste Punkt ist ganz wichtig, dass es darum geht, CO2 einzusparen, wo immer das möglich ist. Und damit auch zugleich Anreize zu setzen für Innovation und auch drittens gleichzeitig klarzumachen, dass bestimmte Technologien, die heute nicht wettbewerbsfähig sind, weil sie zu teuer sind in der Produktion, sich dann eher lohnen. Und das ist das Geheimnis dieser CO2-Bepreisung. Ja, je teurer man die CO2-Emission macht, umso stärker setzt man Anreize in alle drei Richtungen. Also einerseits in die Richtung einzusparen, andererseits in die Richtung neue Technologien zu entwickeln und das möglichst technologieneutral zu machen. Das ist der allererste Schritt. Das hat den schönen Nebeneffekt, dass man damit Geld einnimmt. Also im Grunde von den Privaten, also den privaten Haushalten und den privaten Unternehmen, über die CO2-Bepreisung und das, was sie dann bezahlen müssen, nimmt der Staat Geld ein. Und das kann er auch verschieden einsetzen. Typischerweise wird es auch darum gehen, Verteilungsprobleme, die durch so eine Bepreisung entstehen, zu kompensieren. Aber er kann andererseits auch einen Teil des Geldes einsetzen, um weiter an neuen Technologien zu forschen. Spielen wir das mal durch. Wenn jede Tonne CO2, die emittiert wird oder produziert wird, wenn die Geld kosten würde, weltweit gleich, dann wäre es egal, wo man einspart und wo man produziert, weil alle hätten die gleichen Emissionskosten. Nach allem, was ich bis jetzt verstanden habe, ist der Maßstab für den Preis einer Tonne CO2 doch darin zu suchen,
Was kostet es eigentlich, eine Tonne CO2 aus der Luft wieder zu absorbieren? So, da sind wir derzeit bei rund 900 Euro die Tonne. Tendenz sinkend, weil wenn man die Grundlagen der sogenannten Economy of Scale anlegt und sich vorstellt, das, was derzeit in experimentellen Anlagen, in der Schweiz zum Beispiel, an der ETH Zürich, hergestellt wird, wenn das in Serie ginge und die normale Effizienzsteigerung bei in Serie gehen zugrunde gelegt wird, dann könnte man irgendwo landen bei 100 Euro die Tonne absorbiertes CO2. Hieße das dann in Folge, dass wir im Grunde jede Tonne CO2, die ausgestoßen wird, mit 100 Euro besteuern müssten? Interessant an der Rechnung ist, dass es tatsächlich mit den 100 Euro je Tonne CO2 auf den Betrag trifft, den wir im jüngsten Jahresgutachten in unseren internen Diskussionen zumindest diskutiert haben, als der richtige CO2-Preis, um das einzusparen, was wir die kommenden Jahre einsparen müssen, um einerseits 2030, also im Jahr 2030, die Klimaziele der EU einzuhalten und dann bis ins Jahr 2050 klimaneutral zu produzieren. Das ist mit einer Reihe von Simulationsstudien errechnet, ohne auf der anderen Seite genau zu sagen, für welche Technologien man dann die Anreize so setzt, dass eben weniger CO2 produziert wird und wir neue Technologien haben, die Energie, die wir ja auch benötigen für unsere Wirtschaft, zu produzieren. Aber das klappt nur, wenn es weltweit stattfindet. Absolut. Denn wenn es nur in Deutschland stattfindet, aber nicht in einem Land X, genau, dann verlagere ich meine CO2-intensiven Produktionsstätten einfach in das Land X, genau, und habe in Deutschland den Wirtschaftsstandort geschwächt, woanders gestärkt und nichts fürs Klima getan. Absolut. Man muss klar sagen, Deutschland ist verantwortlich für etwa 2% der CO2-Emissionen weltweit. Das heißt, wenn wir von heute auf morgen kein CO2 mehr emittieren würden, würden wir unsere Wirtschaft massiv schädigen, aber hätten sehr wenig für den Klimaschutz getan, denn das würde sehr, sehr schnell von anderen kompensiert, die dann mehr CO2 emittieren könnten. Wir sind hier in Freiburg, Freiburg-Hochschwarzwald, und da ist die Frage, wenn man mal positiv dran geht und sagt, wir haben weltweit eine unglaubliche Aufgabe vor uns, nämlich die CO2-Sanierung. Und wir als ein wirtschaftsintensiver Standort, wir wollen daran beteiligt sein. Wir wollen daran sogar verdienen. Dann heißt das doch im Grunde, dass unsere Aufgabe ist, Technologien zu entwickeln, diese weltweit zu exportieren, sodass die anderen 98% der CO2-Produktion weltweit idealerweise mit unseren Technologien bewerkstelligt wird. Geht das so? Nun, das hat zwei Seiten. Also einerseits kann man sich ja nur auf einen weltweiten CO2-Preis einigen, beziehungsweise das über bestimmte Mechanismen zu erreichen versuchen, was wir uns als in Anführungszeichen den richtigen CO2-Preis vorstellen, indem man international koordiniert. Das heißt, da müssen die Staaten, muss die Staatengemeinschaft eben auch zu einem gemeinsamen Handeln kommen. Der Pariser Klimavertrag ist ein Schritt in diese Richtung und wir können nur hoffen, dass wir auf der Basis dann auch nochmal weiterkommen. Und dann ist parallel dazu eben die Notwendigkeit, Technologien zu entwickeln. Das wird auch im weltweiten Wettbewerb passieren, um dann eben auch zu diesem Ergebnis der CO2-Einsparung am Schluss zu kommen. Das ist der zweite Teil. Ich würde gerne mal auf den ersten Teil kommen. Wenn die ganze Welt bereit wäre, die CO2-Tonne ausgestoßenes CO2 mit 100 Euro zu bepreisen, dann würde ja keinem ein Wettbewerbsnachteil entstehen, oder? Nein, wenn wir das alle mit dem einheitlichen Preis hätten, dann würde kein Wettbewerbsnachteil entstehen. Es wäre dann natürlich schon so, dass Länder, die weniger entwickelt sind als Deutschland, in der Regel eben auch mit Energiesystemen arbeiten, die deutlich weniger sauber sind als die deutschen Energiesysteme, dass die Schwierigkeiten hätten, sich weiterzuentwickeln. Aber das wenn heißt, wir hingehen und sagen, wir arbeiten mit unterschiedlichen Preisen, und dann werden Leute, die hier CO2-intensiv arbeiten und das billiger woanders machen können, einfach nur woanders hingehen. Absolut. Also von daher ist es wichtig, dass man für die Länder, die sich entwickeln wollen, eben auch andere Chancen bietet für diese Entwicklung. Durchaus anderen Bereichen. Und man kann auch darüber nachdenken, vielleicht etwas stärker, als wir das heute tun, dass ja in bestimmten Gegenden der Erde erneuerbare Energien wesentlich effizienter gewonnen werden können, als wir das in Nordeuropa können. Wir haben deutlich weniger Sonne als die Sahelzone. Wir haben deutlich weniger Wind, als wir es woanders auf der Erde haben. Und das lässt sich natürlich auch entsprechend nutzen, sodass auch auf diesem Weg, also durch die Entwicklung von Energie
Energiesystemen in der weniger entwickelten Welt einen Beitrag geleistet werden kann für die Entwicklung dieser Länder und für die CO2-Einsparung. Ich würde das Modell gerne nochmal ganz simpel machen. Als Unternehmer geht man ja immer hin und fragt sich, was kann ich jetzt damit machen? Mhm. Und dafür braucht man einfache Modelle. Die mögen zunächst mal nicht ganz perfekt sein, aber du hast dann was, woran du arbeiten kannst. Und das heißt, wir brauchen wirtschaftliche Modelle, wie wir das, was schon in der Atmosphäre ist, die besagten 630 Milliarden Tonnen per heute, nächstes Jahr sind es 40 Milliarden mehr, übernächstes Jahr sind es 80 Milliarden mehr, das wieder rauszuholen. Und da habe ich gelernt, dass eigentlich mit total simplen, herkömmlichen Mitteln, ich würde sagen Filter, aber in Wahrheit sind das natürlich Absorptionsgeräte, die Luft durch Anlagen gefiltert werden kann, wo dann im Grunde das saure CO2 mit einer Base vermengt wird und quasi rausgezogen wird. Kostet derzeit in experimentellen Unternehmen noch 900 Tonnen, wird in Zukunft 100 Tonnen. Und jetzt stellt sich raus, dass man damit richtig viele Dinge machen kann. Das wusste ich nicht. Man kann daraus Düngemittel erstellen. Man kann daraus Materialien erstellen wie Porzellanersatz. Man kann Baumittel daraus bauen, Zementersatz. Man kann Sprit daraus entwickeln. Man kann sogar Nahrungsmittel entwickeln. Nur die Sachen, die funktionieren natürlich nicht heute. Sie brauchen eine Anfangsfinanzierung. Gibt es Modelle aus Sicht der Volkswirtschaft, wie man im Grunde solche Industrien, die erst nach einer bestimmten Zeit funktionieren werden, anfangs finanzieren kann? Nun, der erste Punkt ist überhaupt, in der Forschung so weit zu kommen, dass wir diese Technologien so entwickeln, dass sie für den Markt geeignet sind. Dass also Unternehmen die Technik anwenden können, die Technologie anwenden können und ja, das dann skalieren können, was da an Technik existiert. Das ist der erste wichtige Schritt. Und ohne den Staat geht an dieser Stelle überhaupt nichts. Wir brauchen also gerade für Forschung und Entwicklung die Ausgaben, die der Staat bereit ist, in seiner Forschungspolitik, in seiner Innovationspolitik zu leisten. Was dann darüber hinausgeht, um in Firmen, die energiewirtschaftlich unterwegs sind, diese neuen Technologien umzusetzen. Mhm. Da bin ich skeptischer, das mit Subventionen machen zu wollen. Mir ist es lieber, wir bepreisen CO2, weil die Idee, eine bestimmte Technologie zu fördern, die ist im Grunde ja seit der Energiewende mit den erneuerbaren Energien nicht richtig gut nach vorne gekommen. Wir haben auf bestimmte Erneuerbare gesetzt. Das war nicht technologieneutral. Auch schon im Bereich der Erneuerbaren nicht technologieneutral. Da gab es durchaus eine Diskriminierung zwischen was Photovoltaik heißt denn, was heißt und denn technologieneutral. Wind. Nun, dass man nicht eine bestimmte Technologie bevorzugt gegenüber anderen. Beispiel Antriebstechnologie, das ist das, was wir im Moment im Hinblick auf die in Deutschland so wichtige Autoindustrie diskutieren. Da hatte man in den vergangenen Jahren den Eindruck, dass alle auf Elektromobilität setzen, häufig auch mit Scheuklappen, ohne daran zu denken, was das weltweit für die Umwelt heißt, wenn man an Kobalt und Ähnliches denkt, was man ja für die Batterien braucht. Wir haben Wasserstoff vernachlässigt. Der Wasserstoffantrieb ist durchaus schon in der Nähe der Wettbewerbsfähigkeit. Das ist jetzt in den letzten zwei Jahren gereift. Ich würde gerne mal zurückkommen auf die Frage, wie beteiligt sich der Staat oder wie muss er sich beteiligen an dem Umbau der Wirtschaft, den wir vor uns haben? Und da haben wir auf der einen Seite die Frage, was machen wir in die Zukunft? Und das andere ist die Frage, wie kriegen wir das weg aus der Vergangenheit? In die Zukunft schauend, es gibt ja ganz unterschiedliche Technologien, die entwickelt wurden, um erneuerbare Energien zu entwickeln und CO2 zu vermeiden. Ist das aus deiner Sicht alles schon abgeschlossen oder stehen wir da auch noch im Grunde vor dem Hauptteil der Aufgabe? Meines Erachtens stehen wir vor dem Hauptteil der Aufgabe. Man muss schon ganz klar sagen, dass wir in den vergangenen Jahren seit der Energiewende, die ja auf Abschaltung von Atomkraftwerken gesetzt hat, auch jetzt mit dem beschlossenen Kohleausstieg im Grunde sehr technologiespezifisch unterwegs waren. Wir haben mit staatlicher Förderung versucht, bestimmte erneuerbare Energien nach vorne zu bringen und sie wettbewerbsfähig zu machen. Anstatt zu fragen, was können wir hinbekommen mit einer breiten Förderung, so dass wir technologieneutral unterwegs sind und es im Grunde den Marktkräften überlassen, welche Technologie kostengünstiger ist als andere, insbesondere auch, wenn diese Technologie bei uns produziert werden soll. Heißt das, dass wir die unterschiedlichen Technologien nicht so sehr im Wettbewerb gegeneinander entwickelt haben, sondern dass einige bevorzugt wurden? Ja, wir haben ganz klar im Bereich erneuerbarer Energien Photovoltaik und auch Windkraft bevorzugt. Das hat sich vor wenigen Jahren erst dadurch geändert, dass man
Weitere Subventionen, die kommen konnten, über ein Ausschreibungsverfahren zugeteilt hat. Und da wurde dann klarer im Wettbewerb in diesem Ausschreibungsverfahren für die unterschiedlichen Erneuerbaren, dass es da durchaus auch schon Unterschiede in der Wettbewerbsfähigkeit gibt. Und dann haben wir noch gar nicht daran gedacht, dass es beispielsweise für Antriebe im Verkehr über synthetische Kraftstoffe und über Wasserstoff eben auch andere Alternativen gibt. Das heißt, die Möglichkeiten sind eigentlich viel vielfältiger, als sie derzeit diskutiert und auch entwickelt. Ja, diskutiert werden diese Möglichkeiten jetzt alle. Und wir sind auch viel stärker in die Entwicklung gegangen, zumindest auch was Forschungsausgaben des Staates anbetrifft. Hier an der Universität Freiburg wird ja über synthetische Kraftstoffe geforscht. Das haben wir auch an anderen Standorten, dass die Forschung vorangeht, dann eben mit durchaus anderen Ansätzen. Im Bereich der Wasserstoffstrategie der Bundesregierung gibt es erhebliche Fortschritte. Also es sieht schon so aus, als ob wir jetzt in der Bundesregierung gesehen haben, dass Technologieneutralität der Schlüssel ist, um die Energiewende zum Klimaschutz überhaupt erst zu Ende zu führen. Energieneutralität heißt die Bereitschaft, sich auf diejenige Technologie einzulassen, die sich im Laufe der Entwicklung als die effizienteste einstellt. Genau. Du liebst, glaube ich, auch Bücher. Absolut. Bei mir ist das berufsbedingt auch der Fall. Wenn man sich den alten Brockhaus anschaut, aus den späten 1990ern oder wie auch immer, und man schlägt das Wort Beleuchtung nach, stößt man auf einen Artikel, wo du merkst, dass der Autor sich noch nicht entschieden hat, ob eigentlich Gas oder Strom das Mittel der Beleuchtung sein wird. Und da sind wir heute auch gerade ein Stück weit, oder? Wir wissen noch nicht, welche Technologie das Rennen macht. Wie ist das denn mit solchen Industrien, die enorm energieintensiv sind? Nehmen wir mal die Stahlbranche. Naja, wir haben ja bisher die Situation, dass die energieintensiven Branchen in der europäischen CO2-Bepreisung begünstigt werden. Und zwar einerseits dadurch, dass für diesen europäischen Emissionshandel Zertifikate kostenlos bereitgestellt werden für einen Teil der Unternehmen, gerade diese energieintensiven, und dass sie dann noch einmal zusätzliche Förderungen bekommen können. Dadurch ist ihre Anpassungsleistung reduziert. Sie müssen nicht so viel schaffen an Anpassung, an Reduktion von CO2. Wir haben aber das Problem, wenn wir auf 100 Euro je Tonne CO2 gehen, dass sich manche dieser Produktionen in Europa nicht mehr lohnen würden. Es sei denn, es ist weltweit. Und weil wir im Moment noch nicht so weit sind, dass wir das weltweit ausrollen können, wird darüber diskutiert, dass sich Europa mit einem Grenzausgleich schützt vom internationalen Wettbewerb. Also im Grunde mit einer Art Zolllösung nach außen hin. Das ist handelspolitisch sehr problematisch, weil da werden die anderen darauf antworten und nochmal andere Zölle haben. Und das ist insgesamt sehr ungünstig, weil wir dann protektionistisch sind. Aber wenn man es nicht so macht, dann würden wir im Grunde zulasten unserer Industrie für unser Gewissen was tun, oder wie? Nein, was wir jedenfalls tun müssen, ist, auf eine internationale Lösung hinzuarbeiten. Das funktioniert am besten mit den technologisch und wirtschaftlich auf Augenhöhe befindlichen Partnern. Also beispielsweise, wenn die EU und die USA einen sogenannten Klimaclub gründen, indem sie vereinbaren, was die Standards sind und dann sagen nach außen hin, ihr müsst mitmachen. Mhm. Ja? Ich würde gerne mal versuchen, zwei zu teilen und sage, das, was wir in Zukunft reduzieren müssen, das bekommen wir hin über eine globale Gleichbepreisung der ausgestoßenen Tonne CO2. Mhm. Und das hinzubekommen, ist im Grunde der kritische Erfolgsfaktor. Das heißt, wenn das klappt, wäre das Problem zwar nicht gelöst, aber lösbar. Wenn das nicht klappt, dann haben wir Schwierigkeiten, weil wir Ungleichgewichte schaffen. Das habe ich verstanden. Jetzt gerne nochmal den Blick zurück. Da sind rund 630 Milliarden Tonnen in der Atmosphäre, die da wieder in Teilen raus müssen. Und das wird in Teilen noch unproduktiv sein. Klar, man kann Direct Air Capture, ist der Fachbegriff, also CO2 aus der Luft herausholen. Und man kann daraus was machen, Düngemittel, Sprit, was wir gerade besprochen haben. Aber so viel, wie da oben drin ist, braucht man gar nicht. Das heißt, Teile müssen möglicherweise auch gebunden und versteinert oder sonst wie werden. Also sie werden wirtschaftlich gesehen unproduktiv eingesetzt. Gibt es Modelle, wie man so etwas finanziert? Wenn man über das aus der Atmosphäre ziehen von CO2 synthetische Kraftstoffe herstellen kann, dann ersetzt man ja im Grunde andere Formen von Energie. Und der Markt ist dann dafür da, wenn die Produktion der synthetischen Kraftstoffe nicht teurer ist, als die Tonne CO2 kostet.
Also wenn wir es dann schaffen, mit dieser Technologie in der Preiskategorie zu kommen von 100 Euro je Tonne CO2, die wir aus der Atmosphäre ziehen, und sie kostet 100 Euro je Tonne CO2 für die Emission, und man hat dann zusätzlich noch andere Möglichkeiten, diese neuen Stoffe, die dadurch gewonnen werden, zu verkaufen, dann lohnt sich das durchaus für Unternehmer. Das hieße, wir reden im Grunde staatlicherseits über eine Anfangsfinanzierung, eine Überbrückungsfinanzierung und hätten dann, wenn alles gut gelaufen wäre, eine neue und gesunde Industrie, die davon lebt, dass sie einen Rohstoff gewinnt, der in der Luft umsonst zu haben ist. Ja, jetzt muss man natürlich aufpassen, wir starten ja zum heutigen Zeitpunkt mit einer bestimmten Ausstattung an unterschiedlichen Technologien. Also die Kapitalausstattung der Unternehmen ist ja auf eine bestimmte Technologie ausgerichtet. Nehmen wir die Stahlindustrie, die wir eben schon als Beispiel hatten. Die sind im Moment mit ihrer Technik so weit, dass sie eben CO2-intensiv produzieren und relativ hohe Emissionen haben. Wenn die nun mit Wasserstoff produzieren sollten, dann brauchen sie relativ hohe Anfangsinvestitionen. Und der Stahlmarkt ist international von Überkapazitäten gekennzeichnet. Es ist sehr, sehr schwer für die europäische Stahlindustrie, hier noch überhaupt wettbewerbsfähig zu bleiben. Und mit der zusätzlichen hohen Anfangsinvestition werden die Schwierigkeiten haben. Also kann es sehr wohl sein, dass wir an der Stelle nochmal eine Unterstützung von Seiten des Staates brauchen. Und die Aufgabe besteht darin, den Unternehmern nicht auf den Leim zu gehen, die gerne alles bezahlt haben wollen, sondern nur einen bestimmten Teil zu übernehmen. Als ob Unternehmer so wären. Jeder ist immer sich selbst der Nächste. Das ist zumindest das, was Ökonomen annehmen. Und es ist ganz gut, wenn man mit der Annahme reingeht, dann fällt man nicht so leicht rein. Also wenn alle Menschen Engel wären und Altruisten, bräuchten wir das geltende Recht nicht, dann würden sich alle wohlverhalten. Aber so ist es eben nicht im Leben. Lars, ich fasse nochmal zusammen. Als ich damit angefangen habe, mich mit der Frage auseinanderzusetzen, und das in Zusammenarbeit mit dem Bund katholischer Unternehmer, wie könnte eigentlich eine globale CO2-Sanierung aussehen? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ich dachte, das ist eigentlich ein aussichtsloses Unterfangen. Dann hatte ich Gespräche mit Naturwissenschaftlern und die haben mir im Grunde gesagt, prinzipiell aus naturwissenschaftlicher Sicht geht das. Jetzt frage ich mal, prinzipiell und aus volkswirtschaftlicher Sicht, kann die Staatengemeinschaft, so wie sie damals Lehman Brothers und Finanzkrise gelöst hat, so wie wir jetzt hoffentlich Corona-Krise lösen werden, kann die Staatengemeinschaft die große globale CO2-Sanierung schaffen? Ja, absolut. Es ist ganz klar, dass das wirtschaftlich machbar ist. Man muss die richtigen Rahmenbedingungen setzen. Ganz klar ist es notwendig, zu einer weltweiten Einigung zu kommen. Also es muss die Staatengemeinschaft sein, die hier zu einer Lösung kommt, dass der CO2-Preis das Leitinstrument dafür ist. Und das, was wir technologisch und auch an Unterstützung für die Wirtschaft leisten, eben im Übergang geliefert wird. Das sind die Eckpunkte für diese Lösung. Wichtig im Vergleich zu Lehman Brothers und der Finanzkrise, auch im Vergleich zur Wirtschaftskrise infolge der Corona-Pandemie ist, dass es sich hier ja um eine strukturelle Frage handelt, eine, die uns lange beschäftigen wird und nicht um eine konjunkturelle. Das heißt, es wird nicht ganz so viel Sinn machen, sich für die Bewältigung dieses Problems hoch zu verschulden und das dann über die Zeit abzuzahlen. Dann haben die zukünftigen Generationen nicht nur dieses Problem Klimawandel zu gewärtigen und zu lösen, sondern sie haben zusätzlich auch das Problem, die Schulden abtragen zu müssen. Das verstehe ich. Das heißt, Zwischenfinanzierung ja, Verschuldung eher nein. Die Finanzierung wird ja vor allen Dingen über die CO2-Bepreisung gehen. Wir müssen sehen, dass CO2-Bepreisung vor allen Dingen die niedrigen Einkommen treffen wird. Relativ gesehen zu ihrem Einkommen mehr als die Bezieher höherer Einkommen. Und deswegen muss man auch durchaus zu einer Kompensation kommen. Also nochmal, der Punkt ist ganz klar, wenn man über die CO2-Bepreisung geht, dass man ja auch die Verteilungseffekte davon sehen muss. Die CO2-Bepreisung bedeutet, dass Energie teurer wird. Energie hat einen relativ hohen Anteil bei Personen mit niedrigen Einkommen, einen relativ geringen Anteil bei den Einkommen der Bezieher höherer Einkommen. Und deswegen braucht man durchaus eine gewisse Kompensation. Wenn wir erst sagen, naturwissenschaftlich, technisch ist eine globale CO2-Sanierung machbar und wir teilen die Aufgabe in zukünftige Vermeidung und absorbieren dessen, was wir schon rausgebracht haben, dann sagst du, der erfolgskritische Faktor für die Zukunft ist eine weltweit gleiche Bepreisung von CO2.
Das ist im Grunde eine Conditio sine qua non, ein kritischer Erfolgsfaktor, also eine Voraussetzung. Ohne die kann es nicht einfach gehen, richtig? Genau. Und für den Blick zurück, das, was wir schon rausgepumpt haben, und daraus wiederum eine Energie zu machen, die wir nutzen, also absorbieren und verwandeln in Strom, in Materialien, in Düngemittel. Das braucht im Grunde Anschubsfinanzierungen, die wir idealerweise nicht über Schulden finanzieren, sondern über Überbrückung oder Ähnliches. Das kann im ganz normalen Haushalt laufen, denn das, was wir an Forschungsausgaben tätigen, das lässt sich ja bisher auch in den normalen Haushalten von Bund und Ländern finanzieren. Man muss nur die richtigen Schwerpunkte aussetzen, wenn man sich fragt, wo setze ich die Forschungsmittel an den Universitäten und den außeruniversitären Forschungseinrichtungen ein. Und da muss man genau wissen, für was man das Geld verwendet. Würdest du sagen, die globale CO2-Sanierung aus volkswirtschaftlicher Sicht eher machbar oder eher sehr schwierig nur machbar? Das ist eher machbar. Wir werden die Sanierung im Sinne des Klimaschutzes aus volkswirtschaftlicher Sicht bewältigen können, wenn die Eckpunkte stimmen. Und was heißt das für eine Region wie uns? Freiburg, Hochschwarzwald. Wir haben in Freiburg eine Universität, die kann forschen. Wir haben im Schwarzwald überall Unternehmen, die sind zum Teil Weltmarktführer auf ihrem Gebiet. Und wir sind eine wunderbare Naturregion mit Forst und vielem mehr. Wie können wir, wenn ich es einfach mal umdrehe und frage, wie können wir denn davon profitieren, dass die ganze Welt an solchem Prozess arbeiten muss und jetzt Menschen braucht, die entwickeln, die vordenken und die sich trauen, da Veränderungen herbeizuführen? Der erste Schritt ist jedenfalls, dass wir im Bereich der Forschung und Entwicklung an der Universität, an den außeruniversitären Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer, die Möglichkeit bekommen, mit dieser Forschung weiter voranzugehen. Dafür sind auch Mittel des Staates notwendig, auch zusätzliche Mittel des Staates notwendig. Im Zuge einer zunehmenden CO2-Bepreisung in den kommenden Jahren wird es dann möglich sein, dass diese Technologien attraktiv werden für Unternehmen, die sich schon in der Region befinden, aber auch für Ausgründungen aus der Universität heraus mit diesen neuen Technologien, sodass es sich auch wirtschaftlich lohnt. Und ganz konkret, eine mittelständisch geprägte Landschaft wie unsere hier, Freiburg, Hochschwarzwald. Können Unternehmer sich direkt an diesen Entwicklungen beteiligen? Nun, im Bereich der Forschung und Entwicklung, dort, wo schon anwendungsnahe Entwicklungen geliefert werden, da gibt es häufig direkte Kooperationen zwischen Universität oder Fraunhofer mit den jeweiligen Unternehmen. Und dann ist eben auch eine Beteiligungsmöglichkeit schon da. Und ganz grob gesprochen, wenn wir die richtigen Schritte gehen und die richtigen Maßnahmen einleiten, kann es sein, dass eine Region wie die unsere richtig davon profitieren kann, dass die ganze Welt auf neue Technologien angewiesen ist, die wir möglicherweise herstellen? Ja, absolut. Man muss natürlich nochmal genauer überlegen, was so unsere Unternehmensinfrastruktur hier im Südbadischen ist. Aber Freiburg hat ja einen großen Namen, gerade im Bereich erneuerbarer Energien und Klimaschutz. Und in der Kombination mit den tollen Unternehmen, die wir haben und eben diesem technologischen Schwerpunkt, der seit Jahren schon an der Universität existiert, hat man die Möglichkeit, auch noch einen weiteren Impuls für die Region zu liefern. Und gibt es noch irgendwas, woran man denken muss, wo man sagt, hoppla, so einfach ist es dann doch nicht? Das Schwierige ist, die weltweite Einigung hinzubekommen für die CO2-Bepreisung. Es gibt immer wieder Länder, die aus welchen Gründen auch immer nicht mitmachen wollen, die große Sorgen haben. Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, dass die Vereinigten Staaten aus dem Klimaschutzabkommen von Paris ausgetreten sind, jetzt wieder eintreten wollen mit der neuen Administration. Aber solche Dinge werden immer noch mal Stolpersteine unterwegs sein. Das ist eigentlich das Schwierige an dieser ganzen Problematik. Das Schwierige wird die Einigung sein, aber von der Sache her ist es machbar. Von der Sache her ist es machbar. Die Einigung zwischen Staaten ist nie so ganz einfach. Da gibt es immer wieder unterschiedliche Interessen. Und da muss man auf das diplomatische Geschick der Protagonistinnen und Protagonisten hoffen. Klasse. Lars, ich danke dir für das Gespräch. Ich finde, das war ein echter Lichtblick, denn ich weiß jetzt, ein globaler CO2-Sanierungsplan, er wird nicht leicht, aber er ist machbar. Zum Wohl. Danke dir. Thank you.